Gut, dann haben wir die Aufgabe ja jetzt nun mit Dings fertig, ne? Eigentlich. Dann Ashley leuchtet jetzt nicht mehr. Ich schmeiß mal ganz kurz ins Taxi, damit wir. Komm schon, ich wollte mitfahren. Kumpel, bitte lass mich mit. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ach, Manu, ich komme nicht hinterher. So. Ich glaube, weil der das immer anvisiert, ich glaube, ich bin nämlich schneller als das Taxi. Ich muss nur schnell vorher sein. Jetzt. Super. Dann. Ja gut, dann fahre ich eben selber. Es geht auch. Ich wollte eigentlich mit dem Taxi fahren. Wir haben hier in der Nähe noch einen Gangkrieg. Wollen wir den vielleicht machen? Wenn wir gerade hier in der Nähe sind, haben wir ja immer gesagt, wenn wir in der Nähe sind, machen wir einen Gangkrieg. Fahren wir doch da schnell hin. Wir haben jetzt zwar kein Motorrad, aber das lassen wir uns doch einfach liefern. Also hoffe ich mal, dass er das in der Nacht auch liefert. Das weiß ich jetzt nicht, aber das können wir ja mal versuchen, ne? Ich habe hinten noch einen Fahrgast drin. Oh, wo möchten Sie hin? Ich würde Sie gerne hinbringen, wenn ich dafür Geld kriege. Das fehlt mir so ein bisschen. Das Taxifahrmission, dass es die irgendwie nicht gibt in GTA 4. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. So, hier steht er jetzt wieder mit Motorrad. Ich habe das Gefühl, ich hatte das schon mal. Ich brauche ein Bike, um einen Gangkrieg zu starten. So, wie synchron hier aussteigen, nur er rennt weg. Ich versuch's mal mit einem Telefonbuchanruf. Nee, das war nicht Terry, das war Clay gewesen mit Bikes und meine Hexer, ja. Wenn er sie denn holt, das weiß ich nicht, weil es ist gerade spät, es ist 3 Uhr nachts, sonntags. Hey dude, can you find a Hexer for me to ride on? I sure do got one of those. I'll bring it out. Aber was so ein richtiger Rocker ist, der ist auch nachts unterwegs. Fällt mir. Wo ist er denn? Kommt er hinten irgendwo an? Da ist er doch, super. Schnappe ich mir mal die Maschine, da kommen sie zu zweit an, weil der muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Bleib einfach stehen, das würde mir schon reichen. Super. Lost MC. Let's do it. Let's go find the deadbeats, my friend. They've been sighted escorting the vehicle across Bowhead. Let's go, boys. Ganz ehrlich, die Mission hatten wir doch schon. Hä? Und wir haben sie auch erfolgreich geschafft. Das war die Mission, wo ich noch gesagt hatte, das weiß ich aber noch hundertprozentig, wo ich noch so getan habe, als würden wir da posen, da irgendwie davor, bevor der Konvoi explodiert, wo wir da so davor gestanden haben. Zerstöre das Zielfahrzeug. Ja. Wo wir fast draufgegangen wären. Ah ne, ist meiner, ne? Ich weiß gar nicht, wer ist. Sind das meine oder deine? Ihre oder keine? So, ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Prozess, bevor wir jetzt nämlich hier drauf gehen. Und wir haben noch eine. Ja, wir haben auch eine Rohrbombe. Komm, dann schmeißen wir die hin. Wenn wir jetzt nicht drauf gehen. Oh! Oh, wegrennen, 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 wegrennen. Aber wir haben 4 von 25. Wir hatten nämlich, glaube ich, nur 3 oder was. So, das wird meine sein hier. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben die Maschinen gewechselt. Ist ja egal. Ich meine, meine Hexer ist zwar vielleicht ein Ticken besser, aber die geht hier auch. Die ist auch okay. Dann haben wir den Gangkrieg eben nochmal schnell abge... Ah, jetzt kommt die Polizei. Ja, ist schön, dass die das mitgekriegt hat, dass wir hier eine Rohrbombe geschmissen haben. Wir fahren jetzt auch direkt auf sie zu. Das ist natürlich noch praktischer, damit der Radio sich auch gleich wieder Radius sich gleich wieder erneuert. Das habe ich ja gut hingekriegt. So, wir fahren mal rechts und dann wieder links. Dann dürften wir aus dem Radius raus sein, weil die Polizei ist da hinten irgendwo. Alter, natürlich. Werde ich hier einfach weggerannt. Ein Krankenwagen, cool. Ambulanz. Können wir gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Und die Polizei ist auch hier, aber im Moment brauchen wir ja das nicht, ne? Ah. Schade, dass man das sich nicht einmarkieren kann auf die Karte, wo das ist, weil dass man die ganze Stadt immer auswendig kennt, ist natürlich selten der Fall, dass man alles weiß. Cool, ist aber natürlich praktisch. Polizei und Krankenhaus, oder? Weil hier hinten stehen Krankenwagen. Ich nehme mal an, die sind hier irgendwie, ist das so eine Kombo? Ambulanz? Ja, ja. Dann ist hier das Krankenhaus. Aber wir müssen ja gar nicht ins Krankenhaus, jedenfalls im Moment noch nicht, obwohl wir ziemlich angeschlagen sind. Und hier hinten ist gerade mal gar nichts.
Hier hinten ist nichts, hier hinten ist nichts, hier hinten ist nichts. Wir könnten ja, was können wir denn machen? Wir können ja eigentlich nur zu RB gehen, ne? Wollen wir das vielleicht nochmal machen? Aber dann versuche ich mir doch nochmal ein Taxi zu organisieren. Ich markiere ihn aber schon mal. Oder markiere ich den Waffen. Naja, nicht den, nicht das hier. Ich wollte den Waffenladen markieren, damit wir uns eine Schutzweste holen können, bevor wir zu Dings gehen. So, habe ich's jetzt? Ja. Jetzt gucke ich nur nach, halte ich mal Ausschau nach einem Taxi. Ich begebe mich schon mal auf den Weg dahin, aber wenn ich ein Taxi sehe, dann schmeiße ich mich sofort da rein. Da hinten ist doch, glaube ich, eins, oder? Jawohl, da hinten ist eins. Super, hier sind doch lauter Taxis. Taxen. So, hoffentlich kann ich diesmal selber mit in so. Da hinten ist auch noch eins, wenn nicht. Aber das fährt gerade. So, ich drücke lange F. Natürlich, der Taxifahrer lässt das mit sich machen, wenn der Fahrgast einfach rausgeschmissen wird. So, wir fahren direkt mal dahin, weil das ist doch schon ein kleiner Weg und überspringen das und dann ist es ja nur noch ein Katzensprung zu Ray. Puccino? Aber ich möchte da vorher doch gerne nochmal, wenn wir eh schon so wenig Leben haben, wenigstens noch eine Schussweste mir holen. Hier ist jetzt auch kein Bürgerstand in der Nähe, ne? Das wäre zu einfach. So, hier rein und dann Fahrpreis $43, ja. Das ist ja nicht so wild. Ich hole mal jetzt nur das hier. Und ich gucke nur noch mal ganz kurz. Warte mal, davon habe ich genug. Ich suche die Dingswaffe. Nee, die habe ich nicht. Ist das die? Nee, die ist es, glaube ich. Wie viel habe ich denn davon? Wow, bleib doch stehen, Nico. Ist das die? Nee, das ist die nicht. Oh, was? E zum Abbrechen, okay. Nicht Escape. Wo ist denn die Waffe, die wir haben? Ich meine die Dings hier, ne? Die hier. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Boah, davon der haben wir auch nicht mehr viel Schuss. Da könnten wir uns eigentlich auch mal was holen. Komm hier, dann gehen wir mal hier hin. So. Ich meinte eigentlich die hier. Wo liegt denn die? Ich sehe hier so wenig, hier ist so dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich dachte, das wäre die gewesen, die kompakt, aber das ist die anscheinend nicht, oder was? Nee. Ja gut, dann gehe ich jetzt wieder. Ich dachte irgendwie, wir könnten dafür irgendwie Munition kriegen. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch die falsche anvisiert. Die falsche Waffe? So. Und. Oh, Mann. Ich wollte ins Taxi steigen. Ich wollte zu Ray. So. Tut mir leid, aber du musst leider dir eine andere Mitfahrgelegenheit suchen. Genau, Ray, ist richtig. Überspringen wir auch, ist zwar in der Nähe gewesen, aber das kostet ja dann nicht so viel. Idiot! Fährt einfach gegen das Gerüst. Das steht ja bestimmt auch noch nicht lange genug da. $7, guck mal, wie billig das war. Und dann gucken wir bei Ray mal. Diamanten, genau. What's up, baby? Nothing. Ray's a friend. He's. Ray's a friend? What are you talking about? Yeah, he's a friend. You know, he's a friend like you, baby. I mean, not like you, but you know, we ain't doing nothing. I mean, not at the moment. But he's a friend, and he's been real good to me. And we need you to do this for us, all right? I ain't sleeping with him. But you know, you and me broke up. You was with that Layla girl. That's all over now, baby. You know that. Man, you got to get off them drugs. I know. I will. I need you to do this for me. Let me talk to Ray first. Where is he? In there somewhere. Right. Hey, Johnny. Hey. Am I glad to see you, huh? Ashley says you want something. Ashley? Oh, man. Good kid, you know, man. Not ice. My day was coking down as that was it. I even missed the exes. That shit fucks people up. Yep. Listen, I got a little business proposition for you. Oh, yeah? Okay, I know about some diamonds. Illegal, never in the system, easy to move, no insurance, couple millions worth. Bought by wise guys, from wise guys, for wise guys. You understand? No tax man, nothing. Got our names all over them. Right. Problem. I can't be seen near them. All right, let's just call it a conflict of interest. Well, I imagine that happens quite often with you, Ray. Oh, yeah? You don't like me too much, do you? Does anyone like you too much? I'll tell you what. You go do this job, you get yourself some real money, you can buy yourself some real friends. Yeah, I should do that. The ice is being held by a guy named Gay Tony. You're gonna need a little help on this. Should be no problem with that. Good. And stay in touch.
Johnny! Don't get too clever. Jonathan, what can I do for you? Brother James, we got a hookup in Broker. Might need some help. All right, man. I'll let the Lost Brotherhood over there know you're coming. They like getting as dirty as the rest of us. Appreciate it, man. Triff die anderen Lost-Mitglieder, das ist ja kein Problem. Finde ich schon mal ziemlich cool. Jim schreibt mir eine SMS, lesen wir gerade mal. Mann, wenn du mal Hilfe brauchst, kommen Terry und Clay, ruf einfach einen von den beiden an. Ja, dann machen wir das doch einfach. Telefonbuch, machen wir wieder Clay und Terry. Hier gibt's uns nie Ruhe, der Dings. So, und was ich ziemlich cool finde, ist, dass jetzt wieder die Sache kommt mit dem Zusammenhalt zwischen... zwischen GTA 4 wieder, weil das hatten wir haben ja mit Nico sehr große Probleme gehabt, beziehungsweise mit dem Ray, als Nico große Probleme gehabt mit den Diamanten, und das war ja eine ziemlich große Story, fand ich, mit den Diamanten, die da schon einen großen Teil eingenommen haben, was auch ziemlich ziemliches Hin und Her war. Und natürlich Gay Tony wurde eben erwähnt, das ist der, der in dem anderen Add-on noch dabei ist. Vielleicht sollte ich auf TC warten. Clayton, Terrence, que pasa? Super. Und wenn nämlich Gay Tony, den spielen wir dann nämlich auch noch in dem anderen DLC, ist das dann. Die Ballade von Gay Tony oder irgendwie so heißt das, glaube ich. Und hier sind die anderen Lost-Mitglieder, dann sind wir ja alle vereint, das ist doch super. Hallo, ich bin der Boss, ich muss ganz nach vorne. So, fahr nach vorne für die Bikergänge an, führe deine Brüder zu den Docks. Gut, dass ich den Weg kenne, weil sonst wäre es ein Problem. Gut, dass mir der eingezeichnet wird. In meinem coolen Navi. Ich fahre jetzt ein bisschen schneller. Man könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen und versuchen, die Gespräche zu bekommen. Genau so ist es. Erstmal eine coole Ansprache halten, damit die auch sich freuen, dass sie dann mit uns fahren dürfen. Und es ruckelt wieder so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss echt mal... also das liegt an dem Spiel, glaube ich, oder dass ich das gerade aufnehme zusammen, weil ich meine, das Spiel läuft flüssig, wenn ich nicht aufnehme. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht muss ich nochmal irgendwo was runterschrauben, irgendwie bei der Grafik. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht ist Mittel ein bisschen hoch. Vielleicht, ich mach das mal einfach mal niedrig, mal sehen, ob das schlimm ist. Warte mal, ich will mal kurz hier unten gucken. 93, 95, das macht aber... Oh, das macht viel aus. Ich mach das jetzt mal niedrig, einfach mal, um zu hoffen, dass das jetzt flüssiger läuft. Hoffentlich geht das auch während der Aufnahme. Läuft noch, super. Jetzt krisselt's ein bisschen, oder? Nee, geht eigentlich, aber vielleicht läuft jetzt besser. Ich finde, sieht man einen Unterschied? Also, es läuft besser, ne? Aber ich meine, sieht man jetzt einen Unterschied bei der Grafikqualität? Vielleicht ein bisschen krisseligeres Bild, ganz wenig, oder? Aber es läuft besser, oder? Ich hätte vielleicht nicht alles runterstellen müssen auf niedrig, aber... Ich meine, Batman läuft auch und das Spiel ist neuer, das Batman-Spiel als das hier. Und das frisst hier trotzdem die Ressourcen, wie irre anscheinend. Oh, es läuft besser, ne? Dann lassen wir es doch so. Ich finde, das Bild sieht auch gut aus. Dann lassen wir es doch so erstmal. Ist ja besser als diese Ruckelpartie da.